Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich zeige euch heute das Rezept für den schnellsten Schokokuchen. Für den braucht ihr keinen Mixer, es reicht eine Schüssel. Das Rezept ist ohne Eier, ohne Milch, ohne Butter. Und das Beste, dieser Schokokuchen ist super lecker und einfach. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für den Schokoladenkuchen gebe ich in meine Schüssel das Mehl. Ihr könnt Mehl verwenden, was ihr gerne habt, zum Beispiel Dinkelmehl oder Buchweizenmehl, Weizenmehl. Ich gebe mein Mehl in die Schüssel. Dazu gebe ich Zucker. Auch beim Zucker könnt ihr normalen Zucker nehmen oder Kokosblütenzucker, Birkenzucker für eine zuckerfreie Variante. Den Zucker gebe ich in die Schüssel. Für einen leckeren Schokoladenkuchen ist es wichtig, dass ihr gutes Kakaopulver verwendet. Ich habe hier ein ungezuckertes Kakaopulver, das gebe ich dazu. Dann benötigt ihr für diesen Schokoladenkuchen noch Natron sowie etwas Salz. Die trockenen Zutaten vermische ich nun gut miteinander. Zu den trockenen Zutaten gebe ich nun Wasser, etwas Öl, ich verwende Rapsöl. Dazu gebe ich etwas Vanillepaste, das ist optional, sowie frisch gepressten Zitronensaft. Wenn ihr keinen Zitronensaft zu Hause habt, könnt ihr alternativ auch Apfelessig verwenden. Alles vermische ich miteinander. Und in weniger als 10 Minuten ist euer Teig fertig. Ich backe heute einen runden Kuchen und habe meine Form vorbereitet, den Boden mit Backpapier ausgelegt und den Rand gefettet. Das Rezept eignet sich aber auch super für einen Blechkuchen. Ihr könnt zum Beispiel die doppelte Menge zubereiten und den Teig auf ein Backblech gießen. Ich gebe den Teig in meine vorbereitete Form. So backe ich den Schokokuchen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene für ca. 30 bis 40 Minuten. Den Schokoladenkuchen habe ich aus dem Backofen genommen und lasse ihn auf dem Gitter noch abkühlen. Ihr könnt den Schokoladenkuchen einfach mit ein bisschen Puderzucker bestäuben oder mit Kakao bestäuben, eine Schokoglasur darauf geben oder ich habe heute Lust, ein bisschen einen besonderen Kuchen zu machen und gebe darauf noch ein Schokoladenfrosting. Das bereite ich jetzt zu, während mein Kuchen noch abkühlt. Für das Frosting, das könnt ihr auch für Cupcakes verwenden, nehme ich weiche pflanzliche Margarine, die gebe ich in meine Schüssel. Dazu kommt bei diesem amerikanisch inspirierten Rezept Puderzucker. Ihr könnt für die zuckerfreie Variante auch gut Birkenpuderzucker verwenden. Das Produkt verlinke ich euch unten in der Infobox. Es wird ein traumhafter Schokoladenkuchen, darum gebe ich wieder ungezuckertes Kakaopulver dazu. Das Ganze schlage ich jetzt mit dem Mixer auf und gebe dann je nach Konsistenz noch ein bisschen pflanzliche Milch dazu. Keine 2 Minuten und ihr habt ein leckeres Schokoladenfrosting zubereitet. Den Schokoladenkuchen löse ich aus der Form. Stürze ihn auf einen Teller. Sieht er nicht schon traumhaft aus? Ein Schokoladentraum. Den abgekühlten Schokoladenkuchen verziere ich mit dem Frosting. Die Menge ist nicht viel, es reicht gerade so als schönes Topping auf dem Kuchen. Wenn ihr den ganzen Kuchen bestreichen möchtet, könnt ihr die doppelte Menge machen. Aber ich finde, es ist gerade lecker, so ein bisschen Süße noch auf dem Kuchen. Fertig ist der köstliche Schokoladenkuchen. Der schmeckt so lecker saftig, ich zeige euch nachher noch den Anschnitt. Das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren, dieses Rezept. Da kann gar nicht schief gehen und Schokoladenkuchen mag wirklich jeder.
Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt unten in der Infobox. Wenn ihr den Schokoladenkuchen einmal ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Fluri auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe und teile die regelmäßig in meiner Instagram-Story. Liebt ihr Schokolade? Dann folgt mir unbedingt auch auf Pinterest. In meiner Pinwand Schokolade findet ihr noch viele weitere schokoladige, leckere Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.